1997, bei einem Spiel zwischen Frankreich und Brasilien, bereitete ein junger brasilianischer Spieler namens Roberto Carlos einen 35-Meter-Freistoß vor. Da er nicht in direkter Linie aufs Tor schießen konnte, beschloss Carlos, das scheinbar Unmögliche zu versuchen. Sein Schuss flog an der Mauer vorbei, aber kurz bevor er ins Aus ging, drehte der Ball nach links ab und segelte ins Tor. Newtons erstem Bewegungsgesetz zufolge bewegt sich ein Gegenstand so lange in dieselbe Richtung und mit derselben Geschwindigkeit, bis eine Kraft auf ihn einwirkt. Carlos' Schuss gab dem Ball zwar Richtung und Geschwindigkeit, aber welche Kraft sorgte dann dafür, dass er abdrehte und es so zu einem der schönsten Tore in der Geschichte des Fußballs kam? Der Trick war der Effet. Carlos trat den Ball unten rechts, sodass dieser hoch und nach rechts flog und dabei auch noch um die eigene Achse rotierte. Der Ball bewegte sich zunächst auf einer geraden Flugbahn, wurde dann jedoch durch den Luftstrom von beiden Seiten verlangsamt. Auf der einen Seite strömte die Luft entgegen der Rotation des Balls, was für erhöhten Druck sorgte, während sich die Luft auf der anderen Seite mit der Rotation bewegte und so einen Bereich niedrigen Drucks erzeugte. Dieser Unterschied sorgte dafür, dass der Ball in Richtung des Bereichs mit niedrigem Druck abdriftete. Dieses Phänomen nennt sich Magnus-Effekt. Diese Art des Schusses, auch Bananenflanke genannt, wird regelmäßig von Spielern versucht und ist eines der Elemente, die ein schönes Spiel ausmachen. Den Ball jedoch mit der Präzision zu schießen, sodass er erst um die Mauer herum und dann aufs Tor zufliegt, ist schwierig. Schießt man ihn zu hoch, fliegt er über das Tor hinweg. Zu niedrig und er berührt den Boden, bevor er abdrehen kann. Ist der Winkel zu weit, erreicht er das Tor nie. Nicht weit genug, trifft er die Verteidiger. Ist er zu langsam, bekommt er entweder zu früh oder gar keinen Seitwärtsdrall. Zu schnell, bekommt er diesen zu spät. Dieselben physikalischen Grundsätze ermöglichen auch noch einen weiteren, scheinbar unmöglichen Torschuss. Den direkt verwandelten Eckstoß. Der Magnus-Effekt wurde erstmalig von Sir Isaac Newton dokumentiert, der ihn 1670 beim Tennisspiel beobachtete. Dieser wirkt sich auch auf Golfbälle, Frisbees und Baseballs aus. In allen Fällen geschieht dabei dasselbe. Die Drehung erzeugt im Luftstrom um den Ball einen Druckunterschied, der die Flugbahn in Richtung der Drehung krümmt. Hier eine Frage. Könnte man einen Ball theoretisch so fest schießen, dass er wie ein Boomerang den gesamten Weg wieder zurückfliegt? Leider nicht. Selbst wenn der Ball beim Schuss nicht platzen würde und keine Hindernisse träfe, würde der Ablenkwinkel mit der Verlangsamung durch die Luft zunehmen, sodass er sich in immer kleineren Kreisen bewegen würde, bis er schließlich zum Stillstand käme. Doch allein um diese Spiralbewegung zu erreichen, müsste man dem Ball über 15 Mal mehr Effet verleihen als Carlos bei seinem unnachahmlichen Schuss. Dann mal viel Glück dabei. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klick auf Abonnieren und lerne jede Woche etwas Neues.